Manfred Gerlach, 64 Jahre, von Dezember 89 bis April 90, letzter Staatsratsvorsitzender der DDR. Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei in der DDR von 1967 bis 1990. 40 Jahre lang Mitglied der DDR-Volkskammer. Spät, aber für viele im Westen zu spät, ist er noch vor dem Umbruch zur SED auf Distanz gegangen. Herr Gerlach, Sie haben Ihr Tun und Lassen in diesen Jahren in einem Buch niedergelegt mit dem Titel Mitverantwortlich als Liberaler im SED-Staat. Sie bezeichnen sich in diesem Buch als Quintessenz, als Täter und Opfer zugleich. Dazu möchte ich Sie fragen, als Vorsitzender einer Satellitenpartei wie der Liberaldemokratischen Partei, hatten Sie keinen Einfluss auf die wirklich entscheidenden Maßnahmen, die ja vom Politbüro der SED festgelegt wurden? Wieso also waren Sie Täter? Und als Mitglied der politischen Oberschicht des Landes haben Sie eigentlich immer alle Privilegien genossen. Also wie waren Sie, in welcher Weise waren Sie Opfer? Herr Busser, dieser Opfer- und Täterbegriff ist natürlich immer individuell auszufüllen. Ich beziehe ihn auf mein Leben. Ich war ohne Zweifel ein Mittäter. Natürlich saß ich nie im Zentrum der Macht, das war immer das Politbüro der SED. Aber ich hatte zumindest nach der Verfassung, nach den Gesetzen, nach den politischen Strukturen in all diesen Jahren und Jahrzehnten zunehmend wichtige Ämter im Staat, in meiner Partei, in der Nationalen Front und in der FDJ und was es noch alles gab. Und da war ich eben nach den Buchstaben der Verfassung und der Gesetze mitverantwortlich. Ob ich diese Mitverantwortung auch realisieren konnte durch Mitentscheidung, das ist wieder eine andere Frage, aber ich hätte mich ja auch dem verweigern können. Und insofern muss ich ganz klar sagen, und diese Erkenntnis habe ich mir natürlich in vielen inneren Auseinandersetzungen schwer erarbeitet, aber sie ist unverrückbar, dass ich mitverantwortlich bin an allem, was in diesen 40 Jahren DDR geschehen ist, sowohl an den Verwerfungen, an am Untergang, an all dem, was den Bach hinuntergegangen ist, aber natürlich auch an dem, was nach meiner Auffassung erhaltenswert ist und was auch durchaus ansehenswert war in diesen 40 Jahren. Denn man muss ja sehr differenziert die Dinge sehen. Also insofern muss man sicher auch den Grad der Täterschaft und der Mittäterschaft differenziert beurteilen, aber ich war ein Täter. Und ein Opfer war ich natürlich nicht im Sinne eines Widerstandskämpfers, das war ich nie, der auch persönliche, zum Teil also sehr tragische Folgen für eine solche Widerstandsarbeit zu spüren gehabt hätte. Aber ich bin 1945, nach der Zeit des Faschismus, als ganz junger Mensch in die Politik eingetreten, mit viel Idealen. Und diese Ideale, die ich auch damals in einem Manifest über die kommende humanistisch-pazifistische Weltordnung 46, 47 für meine Freunde und mich niedergeschrieben hatte, diese Ideale sind nie erfüllt worden und sind letztlich, um diesen Begriff gleich hier zu gebrauchen, der heute gängig ist und der eigentlich auch von jedem verstanden wird, was gemeint ist, diese stalinistische Entwicklung hat all das zunichte gemacht und hat mich damit um meine Lebensideale betrogen. Daran bin ich natürlich wieder der andere Seite selbst mit Schuld. Aber insofern glaube ich schon, dass ich, da ich auch vielfach versucht habe, das zu verändern, ohne es zu können, aber oftmals glaubte, es sei doch möglich, bin ich ein Opfer auch dieser politischen Entwicklung, dieser stalinistischen Entwicklung, die vieles, was als demokratisch, als sozialistisch erstrebenswert schien, auch mir in das Gegenteil verkehrt wurde und zu einem Unterdrückungsmechanismus entwickelt wurde, unter dem in zunehmendem Maße ja die Bevölkerung der DDR litt, mit all den bekannten Folgen. Wir werden im Einzelnen ja auf die Dinge jetzt eingehen. Sie waren durchaus bewegt und motiviert von den Kriegserlebnissen und traten 1945, also als 17-Jähriger, in die Liberaldemokratische Partei ein, weil Sie nur dort, wie Sie schreiben, die Entfaltung der Individualität gesichert sahen.
Dazu meine Frage, was hat Sie als junger Mensch veranlasst zu glauben, dass die Kommunisten und die Sowjets Individualität erlauben würden in ihrem Staat? Ich kam aus der Zeit des Krieges. Ich hatte auch in einer illegalen Jugendgruppe versucht, gegen die Hitlerjugend etwas zu tun, wurde auch dafür bestraft. Und jetzt war der Krieg zu Ende, die faschistische Zeit vorbei. Und da war für mich eben das Hauptziel Freiheit, Freiheit der Persönlichkeit, eine friedliche, demokratische Entwicklung, Liberalität. Und deshalb trat ich in die LDPD ein, weil die KPD mir völlig undiskutabel erschien. Ich war kein Kommunist, wollte auch keiner werden. Die Sozialdemokratische Partei, die es auch in Leipzig gab, sehr stark gab, wo viele auch meiner Freunde waren, schien mir nicht die Gewähr zu bieten für eine Entfaltung des Einzelnen, freie Entfaltung des Einzelnen, sondern auch hier fürchtete ich eine Vermassung. Und da ich nicht religiös gebunden war, kam auch die CDU für mich nicht in Frage. Also deshalb die LDP. Und zu dieser damaligen Zeit, das kann man ja nicht vom heutigen Standpunkt und den heutigen Erfahrungen aus beurteilen, in der damaligen Zeit war ich sehr überzeugt davon, dass eine solche liberale Entwicklung, eine solche freiheitlich-demokratische Entwicklung, auch was die Rolle der Persönlichkeit angeht, auch in der sowjetischen Besatzungszone durchaus möglich ist. Wir wurden auch darin bestärkt, dass immerhin in der sowjetischen Besatzungszone zuerst, lange Zeit, zuerst die demokratischen Parteien ihre Tätigkeit aufnehmen konnten, in der Westzone noch nicht, dass die Programme sehr unterschiedlich waren. Und das Gründungsprogramm der LDP war ausgesprochen liberal und demokratisch. Und das war ja auch von der Besatzungsmacht akzeptiert. Die Leute, die an der Spitze standen, waren ausgewiesene Liberale aus der Weimarer Zeit, die dort Ministerämter, Parteiämter in der Demokratischen Partei, in der Volkspartei, in anderen Parteien hatten. Sodass erstmal von dieser Seite her es für mich keinen Zweifel gab. Und der Gründerkreis, mit dem ich ja bald bekannt wurde in Leipzig, der Liberaldemokratischen Partei, das waren Persönlichkeiten, die für diese Entwicklung standen. Rechtsanwalt, Unternehmer, Handwerker, auch Arbeiter, Studenten, Professoren. Und ich kannte sie zum Teil schon vor meinem Eintritt, lernte dann die anderen kennen. Das waren liberale Leute. Also ich hatte damals keinen Zweifel, weil auch die Pressionen der Besatzungsmacht damals vorhanden waren, aber erstmal für uns in der Partei kaum spürbar waren. Es stellte sich dann aber doch bald heraus, dass es nicht so lief, wie vielleicht anfangs gehofft. Einige ihrer Parteifreunde traten aus. Andere mussten ins Gefängnis und andere gingen nach Westdeutschland. Ist Ihnen dann, Sie standen ja wahrscheinlich auch vor der Frage, ist es Ihnen dann wichtiger gewesen, wie ich denke, an dem Aufbau dieses sozialistischen Deutschlands mitzuarbeiten, als die Prinzipien des Liberalismus in Ehren zu halten, hochzuhalten? Mhm. Erstens, glaube ich, muss man schon sagen, dass diese Entwicklung, die Sie richtig skizziert haben, in der Mitgliederbewegung viele Ursachen hatte. Das geht einmal zurück auf ein immer konkreteres, auch massiveres Eingreifen der sowjetischen Besatzungsmacht, wenn die Entwicklung ihren Intuitionen nicht entsprach. Und das führte zu solchen Austritten, auch Verhaftungen, Weggang nach Westdeutschland. Aber das war auch und vor allen Dingen, und das ist auch kein Widerspruch, in der ersten Linie sogar bedingt dadurch, dass natürlich schon bald nach Kriegsende, nach 45, nach Gründung der Parteien, eine Veränderung, wie man sagte, der Basis, also des wirtschaftlichen Fundaments, der politischen Strukturen, der ganzen Ideologie einsetzte, unter dem Gesichtspunkt, doch einer Vorbereitung des Sozialismus. Es wurde offiziell immer abgestritten. Wir wollen keinen Sozialismus, ganz ausgeschlossen, eine antifaschistisch-demokratische Ordnung. Aber im Grunde genommen sollte das eine Vorbereitungsetappe sein für den späteren, entweder in ganz Deutschland durchzuführen oder in der sowjetischen Besatzungszone durchzuführen, sozialistischen Aufbau. Und das führte natürlich von den Hochschulen und Schulen überhaupt über die Wirtschaft bis in den Mittelstand hinein, bis in die Intelligenzkreise und gerade auch in der LDP zu vielen Umgruppierungen, Umstrukturierungen und verprellte viele, die sich etwas anderes erhofft hatten, die dann weggingen. Wobei, was den anderen Teil Ihrer Frage angeht, ich zu dieser Zeit keinen Widerspruch
sah und auch nicht empfand zwischen meinen Vorstellungen einer liberalen Entwicklung, auch der Entfaltung der Persönlichkeitswerte und sozialistischen Ideen, die damals ja auch noch gar nicht auf der Tagesordnung standen, später dann offener angesprochen wurden. Sie formulierten einmal den Satz in dieser Zeit, glaube ich, es ginge um die Höherentwicklung vom Ich zum Wir. Also ich selbst bin kein Liberaler, ich bin so liberal wie heute fast jeder, aber kein Mitglied einer liberalen Partei. Frage mich aber doch, bedeutet ein solcher Satz, die Entwicklung vom Ich zum Wir, nicht eine Abkehr vom Liberalismus? Im Rückblick, ja. Ganz eindeutig, und es war ein großer Fehler, dass gerade die liberaldemokratische Partei, und ich habe daran sehr maßgeblich mitgewirkt, sozusagen diesen Slogan oder diese Losung immer wieder strapaziert hat und versucht hat, inhaltlich auszufüllen. Die Überlegung damals war natürlich eine andere. Damals waren wir nicht der Meinung, wir höhlen damit einen Liberalismusbegriff oder liberale Inhalte aus, sondern wir waren der Meinung, Liberalismus, das bedeutet nicht Egoismus, sondern eine liberale Werteskala bedeutet vor allem, dass der Einzelne sein menschliches Glück findet in einer Umgebung, wo alle glücklich sind, um es mal vielleicht etwas sehr einfach zu sagen. Also nicht sozusagen die Freude des Einzelnen auf dem Schmerz des anderen oder anderer aufgebaut ist. Mhm. Und hier meinten wir eben, also vom Ich zum Wir, das heißt von egoistischen Zielvorstellungen, ich will wegzukommen, wir wollen, es soll dem Einzelnen gut gehen, aber allen, da wurde der Begriff des Kollektivs oft strapaziert, allen soll es gut gehen und dann geht es auch dem Einzelnen gut. Also diese Wechselwirkung sollte damit angesprochen werden. Nur das hatte dann eben zur Folge, dass das nicht irgendwelche philosophischen Spinnereien waren, wenn ich diesen Ausdruck mal so sagen darf, sondern dass eben dann, als die Produktionsgenossenschaften auf dem Lande bei den Bauern gegründet wurde, das dazu diene, zu sagen, na, vom Ich zum Wir, also los, geht in die Genossenschaften. Ja. Denn das ist der Weg vom Ich zum Wir. Als die Handwerker sich zusammenschließen mussten, zu Produktionsgenossenschaften des Handwerks vielfach jedenfalls, auch vom Ich zum Wir. Und so kann man diese Beispiele fortsetzen. Ja. Somit haben wir selbst sozusagen, und das ist eben rückblickend wirklich so gewesen, unsere liberalen Vorstellungen ausgehebelt, indem wir diese Kollektivansprüche in den Vordergrund gestellt haben. Ja. Wir kommen auf diese Entwicklung der liberal-demokratischen Partei ja nochmal eigens zurück. Ich will versuchen, jetzt mal Ihr persönliches politisches Schicksal weiter zu verfolgen anhand von Ereignissen. Am 17. Juni 1953 hielten Sie das Eingreifen der Sowjetunion in diesen Volksaufstand für gerechtfertigt. Ebenso 8 Jahre später den Bau der Mauer am 13. August. Ist das richtig, wie ich das feststelle? Das ist richtig. Und können Sie sagen, warum Sie diesen 17. Juni so beurteilt haben, wie Sie ihn beurteilen? In der damaligen Sicht, selbstverständlich nicht heutige Sicht, schien mir die Kurskorrektur, also in der DDR, neuer Kurs wurde das ja genannt, beschlossen Anfang Juni in Moskau von der sowjetischen Führung, dann Ulbricht Grote wohl nach Moskau bestellt, sie beauftragt, das jetzt umzusetzen und in den ersten Junitagen auch in der Parteiführung der SED und in der Regierung und im Block beschlossen. Das hielt ich für dringend notwendig. Wir hatten auch von Leipzig, die Liberaldemokraten in Leipzig, entsprechende Forderungen schon vorher gestellt, auch an unsere Parteiführung in Berlin. Und damit schien mir aber nun der Weg frei für eine neue Entwicklung, eine demokratischere Entwicklung. Es gab hier unglaubliche Festlegungen in der Zeit vor dem neuen Kurs, also noch im Jahre 1952. Beispielsweise will ich nochmal in Erinnerung rufen, weil das kaum noch bekannt ist, weil Volkseigentum so heilig war, wurde generell jeder Diebstahl an Volkseigentum, das hätte auch eine Schachtel Streichhölzer sein können oder ein Wasserglas, mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft. Unter dem ging das nicht bei Volkseigentum. Mhm. Das war das Mindestmaß. Und solche ähnliche Entgleisungen, Entartungen, Verwerfungen oder wie man das nennen will. Also dieser neue Kurs schien mir völlig richtig und da sollte das alles und vieles andere mehr ja korrigiert werden. Und da hielt ich
diese Demonstrationen am 17. Juni, gab auch in den Tagen vorher schon solche Entwicklungen, durchaus für berechtigt, um nochmal nachdrücklich zu fordern, dass dieser neue Kurs auch durchgeführt wird. Aber als diese Forderungen ja eskalierten und es um Abschaffung Sozialismus ging, man sich auch vereinigte hier in Berlin mit Westberlinern und es um Wiedervereinigung ging im Sinne der westlichen Vorstellungen, zum Teil zumindest, schien mir das also die Existenz der DDR als solche, und für die fühlte ich mich wirklich mitverantwortlich damals, zu gefährden. Und deshalb war ich auch der Meinung, dass die Staatsorgane, die dafür zuständig sind, Ruhe und Ordnung, es gab ja also Brände, es gab umgestürzte Fahrzeuge, misshandelte Funktionäre und andere, auf der anderen Seite in der Bevölkerung entsprechend viele Opfer, dass das notwendig sei, um das alles zu beenden. Und da die DDR-Organe ja versagten, weithin, war die Sowjetunion, übrigens auf der Grundlage des Kontrollratsgesetzes, des Potsdamer Abkommens, jede Besatzungsmacht in ihrer Zone verpflichtet, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Das hat sie unter den gegebenen Bedingungen getan. Es ist ja ein großes Problem heute gerade, wo es ein Deutschland gibt, dass man die Dinge aus der damaligen Sicht beurteilen kann, aber heute werden sie aus der heutigen Sicht beurteilt, und das bringt ja diese ganzen Brüche mit sich. Man könnte also jetzt sagen, rückwirkend hat die SED 40 Jahre lang in ständiger Angst vor dem 9. November 1989 gelebt, wo also die Öffnung war und wo sie dann die Macht verloren hatte. Haben Sie irgendwie diese Unterlegenheit dieses Systems, seit wann haben Sie das so festgestellt, dass das nicht auf lebenslang oder noch länger gut gehen kann, dass sie immer reagierten nur und Angst hatten, dass aus dem Westen was Böses kommt? Im Nachhinein habe ich natürlich auch über den 17. Juni mehr nachgedacht als in dieser Zeit selbst. Das änderte sich dann 1961 nach dem Mauerbau. Ich war der Auffassung, diese, wie das damals die Sicherung der Staatsgrenze ist, in Übereinstimmung der Siegermächte geschehen. So wurde uns das ja auch intern gesagt. Und die Verhaltensweisen der Siegermächte aller zeigten ja auch, dass keine entschieden dagegen auftrat. Ja. Und diese Entwicklung also hielt ich damals im Interesse der Friedenssicherung in Europa, gerade in Mitteleuropa, der Stabilisierung der Lage und auch vor allen Dingen, das schien mir damals das Wichtigste, der Verbesserung der Situation in der DDR, die ja immer mehr erniedrigt lief, für dringend notwendig. Deshalb war es ja eine Mauer nach innen. Es war eine Mauer nach innen, auch wenn das immer anders dargestellt wird. Das war mir übrigens auch klar. Aber nachdem sozusagen der Ausfluss der DDR, man kann auch in bestimmter Weise auch der Ausverkauf betrieben wurde und durchgeführt wurde, schien mir also eine Neuentwicklung der DDR innenpolitisch, demokratischer, auch wirtschaftlich effizientere, nur auf einer anderen Grundlage nötig und ohne sozusagen offene Grenze, also gesicherte Grenze mit Visa und wie all das damals erklärt wurde, schien mir das schon richtig zu sein. Und die weitere Entwicklung in den ersten Jahren bestätigte auch, dass die Wirtschaftsentwicklung in der DDR nach dem Mauerbau natürlich enorm positiv war, bis dann auch wieder alles abrutschte. Sie haben 1979 in der Zeit so etwa ein Buch geschrieben, wo Sie sich auch mit Reformüberlegungen beschäftigt haben, möglicherweise ähnliche Ideen hatten wie Dubček, ich weiß es nicht. Aber dieses Buch durfte nicht erscheinen. Die SED, die Mutterpartei oder wie man das nennt, verbot das Erscheinen dieses Buches. Wie wurde das durchgeführt? Kam da einer und sagte, du darfst nicht weiterschreiben oder du kriegst keinen Verleger oder kein Papier oder... Nö, es war fast so. Nicht ganz so, aber fast so. Ich habe dieses Buchmanuskript 78, 79 fertiggestellt. Das sollte mein Beitrag und der Beitrag der LDPD zum 30. Jahrestag der DDR sein. Und war auch zu diesem Zeitpunkt fertig. Aber ich wollte dieses Buchmanuskript, das neben Bekenntnissen zur DDR und auch zur Zusammenarbeit mit der SED in der Tat einen Großteil reformerischer
Ideen und Vorschläge enthielt, die in der Tat auch mit Dubčeks Auffassungen übereinstimmen. Das betraf die Medienpolitik, die Kulturpolitik, mehr Demokratie, Meinungsfreiheit, Jugendpolitik, Rolle der anderen Parteien. Also es fehlte eigentlich fast nichts. Das sollte veröffentlicht werden, aber nicht, das war meine Meinung, nicht gegen die SED. Und deshalb geriet dieses Manuskript auch nicht nur in die Hände meiner Parteifreunde, der Führung und anderer in der LDP, sondern auch, ich glaube, 15 Exemplare habe ich dem ZK der SED geschickt und auch auf den Tisch von Honecker und anderer Politbüromitglieder und zuständiger anderer Stellen. Und da gab es dann von Honecker, wie ich jetzt aus dem ZK-Archiv gerade belegt erhalten habe, das wusste ich natürlich auch nicht, Entscheidungen, die eindeutig waren und die dann durch Politbüromitglied Herrmann und die zuständigen ZK-Abteilung umgesetzt wurden. Dieses Buch darf nie erscheinen, sodass man wirklich sagen kann, nicht kam einer, aber Honecker hat das Manuskript vom Tisch gefegt, hat sich aber nie mit mir, auch wenn ich ihn später mal da etwas angesprochen, aber mit mir darüber auseinandergesetzt hat, nur zugegeben, ja, ich kenne das. Ist denn der Inhalt dieses Buches in Ihr neues Buch zum Teil eingeflossen auch, oder? Ja, es gab in der Wendezeit eine Reihe von westdeutschen Verlagen, die das Buchmanuskript sofort wieder veröffentlichen wollten. In diesem neuen Buch sprechen Sie an vielen Stellen davon, dass Sie mit diesem und jenem nicht einverstanden waren und dass Sie sich wegen dieser und jener Sache, die ja auch schwere Folgen hatte für Menschen, die eingesperrt wurden, wofür sie persönlich nichts kannten, aber die als Parteifreunde zu leiden hatten, dass sie sich schwere Vorwürfe machten. Aber sie haben doch dem Sozialismus, sie sind dem Sozialismus immer treu geblieben. Meine Frage ist, wie war das mit Ihrem Gewissen? Wie haben Sie das mit dem Gewissen in Übereinstimmung gebracht? Herr Brüssel, das ist, glaube ich, die schwerste Frage, die man stellen kann und die Sie mir heute stellen können. Aber eine berechtigte Frage. Es wäre falsch, wenn ich sagen würde, dass mich mein Gewissen immer ruhig hat schlafen lassen. Es hat mich viele schlaflose Nächte gekostet, viele Einzelschicksale, viele politische Entscheidungen und auch oft meine eigene Wut über meine Angst, weil ich an verschiedenen Entwicklungsecken, ich schreibe auch ein Buch darüber, überlegt habe, gehe ich nach dem Westen, scheide ich aus, demonstrativ oder ganz privat, weil das natürlich auch viel Nervenkraft kostete. Und ich bin immer geblieben, viel zu lange, viel zu lange. Aber hier stellt, und insofern hat mein Gewissen nicht stark genug geschlagen, hat mich nicht genug wachgerüttelt. Natürlich habe ich mir damals, auch heute stelle ich mir oft die Frage, überlegt, was ist jetzt besser? Denn ich muss mal, das ist jetzt einfach überheblich so gesagt. Es gab in der damaligen Führung der DDR, ob im Politbüro oder bei den Vorsitzenden der anderen Parteien oder der sogenannten Massenorganisation, ich muss das mal so sagen, niemand, der schon so weit gegangen wäre, wie ich damals ging. Und das war die Frage, soll ich bleiben, um weiterhin zu versuchen, etwas zu bewegen, manches nicht so schlimm werden zu lassen, auch das muss man sagen, oder hätte ich demonstrativ sagen sollen, bisher und nicht weiter. Und da habe ich mich natürlich auch oft selbst beruhigt. Und das ist auch wohl mit die größte Mitschuld, die ich vor mir selbst zu vertreten habe, dass ich doch vieles als Kompromiss vor mir selbst gerechtfertigt habe, was dann in einer bestimmten Entwicklungsphase nicht mehr zu rechtfertigen war, wenn man schon zu solchen Erkenntnissen denn gekommen war, wie ich sie damals hatte. Ja. Andere, die noch fest auf Linie waren, auch Überzeugung gemäß, hätten sicher auch nicht zu einer Entscheidung kommen können. Aber ich war damals schon so kritisch dann in einer solchen Phase der Entwicklung zur SED-Politik eingestellt, dass ich sicher so oder so hätte mehr tun müssen, als ich getan habe. Herr Gerlach, wir haben in diesem persönlichen Teil unseres Gesprächs schon viel auch über die LDPD gesprochen. Das war ja ganz notwendig, weil Sie der Vorsitzende waren über lange Jahre. Sprechen wir noch einmal über diese Partei, die von Wilhelm Kühls im Wesentlichen gegründet wurde nach dem Krieg. Was dachte der über die Entwicklung in Deutschland? Dachte der an Vereinigung der beiden Teile der Zonen damals? Oder sah der das voraus, dass es zwei deutsche Staaten geben wird? Wie hat er das gesehen, soweit Sie es wissen können? Ja. Kühls war ja schon ziemlich
hochbetagt, als der Krieg zu Ende ging und er die Führung der LDP übernahm. Und es war für ihn, wie er das auch sagte, eine Gnade, weil er nicht geglaubt hat, dass nach dem Zusammenbruch des sogenannten Dritten Reiches, noch dazu in der sowjetischen Besatzungsmacht, Leute wie er, Politiker aus der Weimarer Zeit, die dort Minister waren, die in den bürgerlichen Parteien waren, die im Reichstag letztlich mitzuverantworten hatten, die Entwicklung zum Faschismus, dass die nun an der Spitze einer neuen politischen Partei stehen könnten. Und darum war er überrascht, als man ihm auch von sowjetischer Seite antrug, doch politisch tätig zu sein und er dann mit Freunden diese liberaldemokratische Partei gründete und er zur Führung gehörte und kurz darauf auch Vorsitzender wurde. Und er sah sein Hauptziel in den Jahren, die ihm noch zur Verfügung stehen würden, in der Einheit Deutschlands. Er war auch der Meinung, wir müssen aus Weimar lernen. Dieses einheitliche Deutschland muss ein anderes sein, schon gar nicht zu vergleichen mit dem Faschismus, aber auch als die Weimarer Republik. Und da entwickelte er ausgesprochen linke Vorstellungen, ohne in die Nähe des Sozialismus, gerade des realen Sozialismus, zu geraten. Er hat ja auch sehr kritisch Stellung genommen zur Entwicklung in den Westzonen, weil er meinte, dass dort vieles verschenkt worden ist, was Einheit Deutschlands, Möglichkeiten der Einheit anging. Und auch der Meinung war, es gibt wieder Kräfte des alten Deutschland, die dort wieder zu mächtig werden, obwohl er dann nicht sehr weit gegangen ist. Aber das reichte ja schon, um auch von seinem alten Freund Heuss dann mal als Russenknecht beschimpft zu werden und in anderer Weise bezeichnet zu werden. Das hat er auch nie verwunden. Und er ist eigentlich, wenn ich das mal so sagen kann, blutenden Herzens gestorben. 1948. Und ich glaube, der Hauptgrund war, auch wenn ich so letzte Gespräche mit ihm mir in Erinnerung rufe, dass er merkte, wie die Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone aus dem Ruder lief, so wie er das vorgesehen hatte, und doch mehr sich in Richtung Sozialismus, Diktatur der SED entwickelte, ohne dass das damals schon konkret war und ausgesprochen wurde, aber er spürte das. Beispiel Deutschlandpolitik, wenn wir da nochmal auch zurückgehen über die gesamte Zeit, das war ja immer ein interessantes Thema und die LDPD war die Partei, die einzige Partei, die über die ganzen Jahre immer Kontakte zu der Schwesterpartei in der Bundesrepublik hatte. Da gab es von Anfang an schon, glaube ich, interessante Töne. 1952 zog der schwäbische FDP-Abgeordnete Pfleiderer den Zorn Konrad Adenauer auf sich, als er eine freie Zone zwischen dem Rhein und der Oder forderte, also eine besatzungsfreie Zone. Und der Hintergrund seiner Überlegungen war, dass wenn man die deutsche Frage klären will, man der Sowjetunion Sicherheiten geben muss, dass hier nicht irgendwas gegen sie zusammen sich braut. Und in das gleiche Rohr stieß dann der FDP-Abgeordnete Achenbach. Dann kamen die bekannten Herren, also auch immer in Bonn, Scholver und der Schatzmeister Rubin, die eine ausgesprochen, nennen wir es mal, vorwärtsgewandte Ostpolitik betreiben wollten. Und sie selbst, glaube ich, waren 1956 das erste Mal mit führenden Mitgliedern, zweimal mit führenden Mitgliedern der FDP in dieser Frage zusammen. Wann war das genau, mit wem war das und was haben Sie dort besprochen? Das war seit dem Auseinanderfliegen der kurzzeitig vorhandenen Deutschen Demokratischen Partei, Schild war noch bei uns am Haus, Reichsparteileitung, die dann aber schon nach wenigen Monaten, 1947, wieder auseinanderfiel, war das die erste offizielle Begegnung zwischen Delegationen der FDP und der LDPD mit dem Ziel, die Konföderationsidee stand damals im Hintergrund, mit dem Ziel, Wege zur Einheit Deutschlands auszuloten und zu prüfen, wie diese beiden Parteien, die in der Tat ständig auch in der Zeit des kältesten Krieges Kontakt miteinander hielten, mehr oder weniger eng, dazu beitragen könnten und zu prüfen, wie soll dieses einheitliche Deutschland aussehen. Da war die FDP
natürlich auch eingebunden in das westliche Wertesystem und wir waren auch eingebunden in den Realsozialismus. Mhm. Ja. Aber beide Seiten haben in diesen Gesprächen in Garmisch-Partenkirchen, wo die FDP noch sehr viel Wert auf Stillschweigen legte und wir deshalb von den Herren Scheel, Döring und Mende als sächsische Strumpffabrikanten ausgegeben worden sind und das auch nicht bekannt wurde, wer wir wirklich waren, sehr viel dazu beitragen können. Die SED wusste das. Die SED wusste das, aber nicht die gesamte SED-Führung. Und es gab auch widersprüchliche Meinungen. Soll das die LDP machen, soll es nicht machen. Mhm. Die Initiative ging von uns aus. Und dann kam es zum zweiten, weil das erste in Garmisch-Partenkirchen erfolgreich war, zum zweiten Gespräch. Das war im Oktober 1956 in Weimar, im Hotel Elefant. Auch wieder dabei von der FDP die Herren Scheel, Walter Scheel, Erich Mende, Wolfgang Döring und außer mir Rudolf Axten, Harald Werdmann für die LDPD. Mhm. Und da waren das schon offizielle Begegnungen mit einem offiziellen Kommuniqué, das beide Seiten auch unterschrieben haben. Ein wichtiges Zeitdokument, finde ich. Und hier war entscheidend, dass wir uns in vielen wichtigen Fragen nicht verständigen konnten, aber in wichtigen Fragen Übereinstimmung erzielten, auch durch Kompromisse, die die FDP machte und die dann anschließend von der CDU, CSU, von Adenauer selbst nicht gebilligt wurden und sie heftig unter Beschuss geriet. Und indem wir Kompromisse machten, indem wir also von Positionen der SED, auch des Blockes, abgingen und deshalb, zum Beispiel ging es um Rüstungsverminderung, Streitkräfteverringerung in beiden deutschen Staaten, also auch in der DDR, ging es um mehr Möglichkeiten des Meinungsaustausches, der Begegnung von Menschen in beiden Teilen Deutschlands, ging es um Versammlungen in beiden Teilen Deutschlands, wo man offen über Fragen der Wiedervereinigung der Einheit Deutschlands reden sollte, ging es darum, dass wir dort in Weimar erklärt haben, das kommende Deutschland, Einheit Deutschland, wird kein kommunistisches Deutschland sein, uns in großen Zügen auch über den Charakter dieses einheitlichen Deutschlands verständigen konnten. Und ich dafür dann von Krodewohl übrigens wieder in der Blocksitzung, wo wir dann informierten über diese Ergebnisse, heftig, wie gesagt, angegriffen wurde, weil wir die Regierungslinie verlassen hätten. Das passiert in anderer Weise eben der FDP auch. Und dann waren diese Kontakte erst einmal unterbrochen. Aber interessant war eben dabei, dass auch es Kompromisse auf der FDP-Seite gab. Ich will das hier offen sagen. Erich Mende, der damals ja stellvertretender FDP. Der bei uns ja immer als so ein rechter FDP-Mann und der auch in der Folgezeit wohl auch das bewahrheitet hat, dass man ihn so klassifiziert hat, war damals sowohl in Garmisch als auch in Weimar der Meinung, nur wenn die Einheit Deutschlands nur zu erreichen ist über eine exakte Verwirklichung des Potsdamer Abkommens, sprich Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher und Überführung der Schlüsselindustrien und so weiter, der Banken in Volkseigentum, Staatseigentum, dagegen habe ich nichts, gegen die Pfeffersäcke habe ich schon immer etwas gehabt. Wurde sofort von Scheel in beiden Fällen zurückgepfiffen, das sei nicht seine Meinung, aber er blieb bei diesem Standpunkt. Das waren auch ganz interessante Nuancen in dieser Zeit. Und hier möchte ich noch eines einfügen, weil das eigentlich dann in der ganzen Folgezeit mir sehr im Gedächtnis haften geblieben ist bis heute, dass Walter Scheel dort, wir haben am Krankenbett von ihm, er hatte eine Mandelentzündung, lag in Weimar im Hotel im Bett und meinte aber, das sollte uns nicht an der Arbeit hindern, also saßen wir alle um sein Bett und haben dann nächtelang diskutiert, dass er damals seine Vorstellung von einer liberalen Demokratie begründete, natürlich in harter Auseinandersetzung mit dem Sozialismus, auch mit den DDR-Praktiken und auch in scharfer Auseinandersetzung zu Adenauers Vorstellung und zum Beispiel sagte, eine liberale Demokratie ist nicht vorhanden, wenn es eine Diktatur der Mehrheit gibt im Parlament oder anderswo. Eine liberale Partei, liberale Demokratie ist nur vorhanden, wenn auch die Minderheit das Recht hat und garantierte Recht hat, dass ihre Meinung in die Meinungsbildung, in die Entscheidung einfließt, sodass alle guten Ideen, Vorschläge, ganz gleich von wem sie kommen, auch gehört werden, geprüft werden und im Interesse der Sache, im Interesse der Menschen natürlich, dann beschlussreif werden. Und das hat er im Einzelnen erläutert. Und das ist auch heute noch, glaube ich, auch für mich eine wichtige Erkenntnis, weil ja, glaube ich, die Diktatur der Mehrheiten durchaus heute nicht ein theoretisches Problem ist, sondern auch ein praktisches Problem im einheitlichen Deutschland.
Sie waren stellvertretender Vorsitzender, Generalsekretär und dann ab 67 Vorsitzender. Wie hat sich ein LDPD-Vorsitzender informiert? Also Sie nahmen ja nicht teil an den Sitzungen des Politbüros und die haben bestimmt kein Kommuniqué rausgegeben über ihre Ergebnisse. Ja, das Kommuniqué vielleicht, das war nicht über Politbüro nicht, aber über ZK, und da stand aber nichts Sagendes drin. Ja. Wir kennen das ja noch, das hatte sich auch vorher, war das auch nicht anders. Sodass das in der Tat ein großes Problem war, wie ich in dieser ganzen Zeit an wichtige Informationen rankam. Da hat es zum Teil abenteuerliche Wege gegeben, aber eins muss ich eben ganz generell sagen, wir wurden und ich wurde entweder gar nicht oder zu spät und meist nicht offiziell informiert, sondern musste mit vielen persönlichen Bekanntschaften und Begegnungen während einer Kur, während des Urlaubs, privater Zusammenkünfte mit SED-Mitgliedern, die entsprechende Funktionen hatten und mit denen ich ganz gut konnte persönlich, versuchen, da was zu erfahren. Und gegen Ende der DDR noch, also in den 80er Jahren noch, will ich ein Beispiel schildern, was stellvertretend steht für viele andere vorher. Wir erfuhren über Politbürobeschlüsse im Prinzip überhaupt nichts. Vielleicht über die Regierungsmitglieder, die unserer Partei angehörten und die dann Regierungsvorlagen bekamen, die sich auf Politbüroschlüsse stützten. Aber das war nicht in jedem Fall so. Ja. Und wenn das nicht der Fall war, da erfuhren wir gar nichts. Aber ich brauchte das einfach für meine Arbeit. Abgesehen davon, dass es oft unangenehm war, wenn Journalisten oder Politiker aus anderen Ländern oder selbst einfache Bürger und Wähler und Mitglieder meiner Partei mich nach Dingen fragen, die ich wirklich hätte wissen müssen. Aber ich wusste sie nicht, wenn es nicht in der Zeitung gestanden hätte. Also war beispielsweise der Horst Sindermann, Präsident der Volkskammer, Mitglied des Politbüros, bekannter Mann über viele Jahre, eine Quelle. Und ich verstand mich auch ganz gut mit ihm, aber er hatte ein besonders gutes Verhältnis zu meinem Stellvertreter Willy Peter Konzok, der im Präsidium der Volkskammer war. Und Sindermann war ein geselliger Mensch, der wollte nie mittags alleine Mittag essen, der brauchte immer jemand um sich. Der Konzok, er wurde in der Sowjetunion, weil er immer gerne Cognac trat und das überall verkündete und als Antikrebin bezeichnet, als Genosse Cognac bezeichnet, statt Konzok. Und die haben immer zusammen gegessen. Und da war der Sindermann vor und Konzok war vor. Und da hat der Sindermann jedes Mal am Dienstag nach der Politbürositzung dem Konzok alle Politbüroschlüsse erläutert, ohne jede Begrenzung. Und ein, zwei Stunden nach dem Essen war Konzok bei mir und hat mir alles wiedergegeben, sodass ich auch wieder ein paar Stunden später nach dem Politbüro wusste, was dort besprochen worden war. Das war für mich über viele Jahre hinweg die wichtigste Quelle, um zu erfahren, was im Politbüro der SED geschah. Wie merkten Sie dann auch in dieser Führungszeit, dass die liberale Partei eben auch überwacht wird und kontrolliert wird? Welche Rolle spielte die Stasi bei der Überwachung der befreundeten Parteien? Haben Sie Verräter kenntlich gemacht in den eigenen Reihen? Dieses ganze Kapitel der Kontrolle, weil ja im Sozialismus heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also alles, was Sie angesprochen haben, war vorhanden. Das habe ich auch gespürt, wenn auch in den einzelnen Entwicklungsetappen unterschiedlich und auch mit anderen verschiedenen Gewichtungen. Ständig war und zunehmend präsent die Kontrolle durch die SED. Und das ging so weit, das muss ich ganz offen sagen, dass selbst Beschlüsse der LDP in aller Regel, manchmal sogar ziemlich unwichtige, vorher im ZK der SED im Wortlaut eingereicht werden mussten, ehe sie in unserer eigenen Parteiführung beschlossen werden konnten. Dass wir dann in den letzten Jahren versucht haben, auch mit Erfolg versucht haben, das zu umgehen mit vielen Tricks und allen möglichen anderen Dingen, das ist eine andere Frage. Aber vom Grundsatz her und auch in der Praxis über viele Jahre und Jahrzehnte war das üblich. In der Zentrale, in den Bezirken, vorher in den Ländern, unterschiedlich, aber im Grunde genommen auch in den Kreisen schon weniger. Aber da mussten Absprachen vorher erfolgen, wenn es um wichtige Dinge ging. Also die Kontrolle durch die SED war perfekt und wurde in der verschiedensten Weise ausgeübt, nicht nur indem die Beschlüsse vorher sanktioniert werden mussten in der SED-Führung, sondern auch indem man Informanten hatte. Auch in meiner eigenen Parteiführung über viele Jahre hinaus wusste ich genau, dieser Sekretär A ist derjenige, der, oder Sekretär B, den gab es auch, das sind diejenigen, die jede Woche mindestens einmal im ZK der SED sind, dort erzählen, was sie wissen aus der LDP und dort empfangen die Direktiven, wie nun die weitere LDP-Politik zu gestalten ist. Aber es gab auch bei uns
ich kannte damals ehrlich gesagt den Begriff informeller Mitarbeiter nicht oder Eube oder ähnliche Bezeichnungen, habe ich nie kennengelernt. Aber die wird es gegeben haben. Aber die Wirkung habe ich bemerkt, ja. indem beispielsweise eine Reihe meiner engeren Mitarbeiter bis zu Sekretären zu mir kamen im Laufe der Jahre und sagten, sie sollten angeworben werden, auch unter Druck von der Staatssicherheit, um in der LDP zu spionieren und, und Informationen zu beschaffen, auch was mich und meine Arbeit und meine Haltung anging. Und da habe ich, wenn die zu mir kamen, natürlich die Autorität gehabt und die Möglichkeit gehabt, mit dem zuständigen stellvertretenden Minister oder Hauptabteilungsleiter zu sprechen und das zu verhindern. Das ist auch, soweit sie zu mir kamen, immer erfolgt. Kommen wir noch einmal zurück so ein bisschen zu dem ganzen historischen Ablauf dieser 45 Jahre von 1945 bis 1990, die ja keiner in der DDR so an vorderster Front miterlebt hat, der noch lebt wie Sie, weil Sie so früh mit der Politik angefangen haben. Vom 17. praktisch bis zum 62. Lebensjahr haben Sie Ihr Leben dieser Politik gewidmet. Frage ich Sie einfach mal, was war zum Beispiel Ulbricht rein persönlich für ein Mensch? Was hatten Sie für einen Eindruck? Mochten Sie ihn? Was Ulbricht als Person und Persönlichkeit angeht, so muss man vom heutigen Gesichtspunkt eindeutig sagen, so habe ich es auch damals schon empfunden, ohne das Wissen von heute zu haben, Ulbricht oder Honecker, es waren Stalinisten. Aber ihre Art, Politik zu machen, hat sich doch sehr unterschieden. Also ich habe nun viel mit Ulbricht zusammengearbeitet, über viele Jahre, vor allem im Staatsrat, weil der Staatsrat damals durch Ulbrichts Initiative ein außerordentlich lebendiges und arbeitendes Gremium war, wo man offen sagen muss, auch vieles übernahm, was gar nicht seine Sache war. Aber Ulbricht wollte regieren und darum war die Regierung fast abgemeldet und alles Wichtige wurde auch im Staatsrat behandelt. Vom Hochschulreform über das Chemieprogramm und die spätere Energieversorgung, Perspektivplan, alles mögliche. Und da durfte man auch gegensätzlicher Meinung sein. Da war Ulbricht immer derjenige, der nie, bei jedem Tagesordnungspunkt, nie als Erster seine Meinung sagte, sondern immer als Letzter und aufforderte zu diskutieren. Und insofern war Ulbricht, vielleicht darf ich das noch schnell sagen, auch in seinem Verhalten, wie soll ich sagen, im Folge, wenn man das sagt, ganz anders als Honecker. Also ich könnte viele Beispiele sagen, aber ich war ein paar Mal mit Ulbricht zusammen im Urlaub auf der Insel Film, die liegt vor der Insel Rügen. Ja. Dann haben wir gemeinsam in so einem Regierungsschiff Ausflüge gemacht zur Insel Hiddensee, viele Urlauber im Sommer überfüllt und Ulbricht in langen, sehr altmodischen Hosen mit der Landesmutter Lotte an der Seite vorneweg ging über die Insel Hiddensee. Ich habe das selber auch auf Rügen dann erlebt, viele ausländische, inländische vor allem Urlauber klatschten, er drückte ihnen die Hand, fragte in der, ich kann es hier nicht wiederholen, ich kann nicht die Stimme nachmachen, bekannten Stimme und Art, wie es denn so geht und was sie für Sorgen hat. Haben Sie ihn denn noch erlebt, wie er zurücktreten musste und wie er seine Macht verlor? Oh ja. Ich will mich da jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber ich war wohl, so viel gab es da nicht, derjenige, mit dem er sich dann des Öfteren mal zurückgezogen hat und unterhalten hat, auch manches beklagt hat, sich auch keine Partei intern mit mir besprochen hat. Aber unmittelbar nach seiner, wenige Wochen nach seiner Entmachtung, er blieb ja erstmal noch Vorsitzender des Staatsrates, hatte er eingeladen zur Premiere eines politischen wichtigen Films in den Staatsrat. Das gesamte Politbüro, alle Parteivorsitzenden, Staatsrat, den großen Kreis. Und wie man das so erlebt, auch heutzutage, ja, wie man sich schnell wenden sollte, wenn neue Leute kommen. Ja. Bis dahin war Ulbricht ja, Personenkult war ja ausgeprägt, war von allen sozusagen verehrt und man wusste gar nicht, wie man ihn loben sollte. Zu dieser Filmpremiere kam außer mir und dem Sekretär des Staatsrates, Heinz Eichler, der musste ja auch kommen, weil er ja dort arbeitete, und den Mitarbeitern und Angestellten, niemand. Niemand. Ich war der Einzige. Und vorher, in den Tagen vorher, und die Einladung verschickt wurde, haben mich viele Leute angerufen, SED-Mitglieder, Nicht-SED-Mitglieder, gehst du dahin oder gehen sie dahin, je nachdem. Ich sage, na sicher, warum denn nicht? Das ist eine wichtige Filmpremiere und ein Film muss man doch sehen. Den gucken wir uns dann woanders an, aber doch nicht Ulbricht. Das könnte doch übel vermerkt werden. Ich sage, muss jeder selber wissen. Aber ich denke nicht daran, himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, nicht Hosanna erstmal und dann kreuzige ihn.
Das mache ich nicht mit. Aber Ulbricht war betreten, oder? Aber natürlich, er war zutiefst enttäuscht. Und das hat er dann noch so oft spüren müssen, wie man dann überall, wo irgendwas noch an ihn erinnert. Das war bei manchen in der kommunistischen Bewegung nach ihrem Tode der Fall. Aber hier erlebte er noch und musste miterleben, wie die Namensbenennungen rückgängig gemacht wurden und auch anderes, was an ihn erinnerte, wegkam. 1971 wurde Honecker dann Chef. Und man hat dann immer viel gelesen und als ich in die DDR kam, so gerüchteweise gehört, dass Sie ein Freund und dass Sie mit ihm seit vielen Jahren befreundet seien. Wie war es denn mit Honecker? Ich weiß, dass Sie zusammen mit ihm bei der Gründung der FDJ gearbeitet haben. Ja, es ist gut, dass ich das mal bei dieser Gelegenheit so offen sagen kann. Das ist vielfach gesagt worden. Ich habe auch selbst das so gesagt. Ich bin mein Freund Erich Honecker beispielsweise mehrfach veröffentlicht. Das bezieht sich auf die Politik und die politische Zusammenarbeit. Der Gruß in der FDJ, wir haben sie zusammen gegründet, war Freundschaft. Und daraus resultierte auch meine wiederholte Bemerkung in Freundschaft mit Erich Honecker verbunden. Und hier muss ich auch sagen, in diesen ganzen ersten Jahren, wo der alte Honecker ja auch, war ein anderer als der junge Honecker, also in der FDJ, sich sehr kooperativ verhielt, auch gegen Sektierertum und andere Entgleisungen in der Politik, auch in der Praktik, der FDJ, in der Praxis der FDJ Stellung nahm, hatte ich ein zwar nicht immer übereinstimmend, aber gutes Verhältnis zu ihm, mit ihm und er zu mir. Und im Interesse der Jugend konnten wir gut miteinander. Und hier muss ich also sagen, dass ich nie, weder in der Jugendzeit oder in der ersten Zeit noch in der späteren Zeit, ein persönlicher Freund im Sinne von Männerfreundschaft oder so etwas mit Honecker gewesen bin. Ich war nicht eine Stunde, ganz egal wo, im Hause Honecker zu Gast. Ich war nicht einmal mit ihm zur Jagd. Es hat, und das ist das Merkwürdige auch dabei, nie ein persönliches Gespräch über private Probleme oder Persönliches gegeben. Immer nur über Politik und über dienstliche Dinge. Aber dieser Begriff Freundschaft und Freund stammt aus dieser FDJ-Zeit, dazu stehe ich auch, bezieht sich dann schon nicht mehr auf die Zeit, als er Chef wurde und in der Zeit vor allen Dingen nicht mehr angewendet werden konnte, wo ich dann eine Auseinandersetzung mit ihm hatte. Als er den Besuch in der Bundesrepublik verbot, wo Sie von der FDP eingeladen waren. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen, das zeigt schon, dass man unter wirklichen Freunden wohl so auch nicht miteinander umgeht, dass Graf Lambsdorff mich für die FDP offiziell eingeladen hat, alles besprochen war, im Wissen auch mit der SED-Führung, Zustimmung, Außenminister, alles was notwendig war. Das war 89 schon. Das war 88. 88. Das war 88 im Herbst, genau ein Jahr nach seinem Staatsbesuch. Und genau das war auch der Grund, weshalb ich nicht sollte. Weil das Programm, das die FDP vorbereitet hatte, Besuche bei Richard von Weizsäcker, beim Bundeskanzler Kohl, bei allen Parteien des Bundes und so weiter und so weiter. Und so von seinen politischen Auftritten, da war ja keiner begeistert. In dem Maße, wie er Staatsmann sein wollte, wurde das Auftreten unattraktiv und hölzern. War es am Anfang auch, aber noch hölzerner. Und es war furchtbar, weil er ja auch kaum frei sprechen konnte. Er musste alles ablesen. Er wusste dann auch, dass er nicht telegen war. Hatte man ihm auch mal so gesteckt. Er vermied also ständig also Fernsehdiskussionen, sowas hat er nie gemacht. Und dazu kam, und das war ganz schlimm, seine Abscheu gegenüber allen Intellektuellen. Von Anfang an zunehmend dann. Zum Beispiel als Gorbatschow Perestroika machte, hat er in meiner Gegenwart, als im Kleingast, des Öfteren gesagt, das sind diese intellektuellen Spinner in der Sowjetunion. Das ist doch nicht das Volk, das ist nicht die Partei. Der Gorbatschow fällt darauf rein. Wir müssen hier aufpassen, wir haben auch solche. Und es ist doch schlimmer, die Intelligenz zu hüten, ist schlimmer als ein Sack Flöhe. Also er schob immer alles auf die Intelligenz, auf die Intellektuellen, mit denen hat er nie in Kontakt. Das ist auch in seiner ganzen Haltung spürbar. Er hat auch nie von sich aus an kulturellen Veranstaltungen teilgenommen, hatte nie kulturelle Bedürfnisse. Und wenn es Pflicht war, hat er auch versucht, sich zu drücken. Ja. Nur wenn es gar nicht anders ging, hat er das wahrgenommen. Es gab nicht nur Politiker, westdeutsche Politiker, die sich die Klinke dabei ihm in die Hand gaben, sondern es waren auch die Journalisten, die unbedingt ein Interview mit ihm machen wollten. Ich kann mich sehr gut erinnern, also da waren lange Listen und das Außenministerium, wo wir das anmeldeten, sagte uns nie die Wahrheit, vertröstete uns immer.
Allerdings erlauben Sie mir diese Anmerkung, muss ich sagen, weil Sie am Anfang sagten, dass Politiker sich die Klinke in die Hand gaben, dass ich es für ehrlich halten würde, wenn diese Politiker auch heute dazu stehen würden. Denn ich muss das ja ganz offen sagen, gerade weil ich aus dieser Ecke ja auch ständig Beschuss bekomme, wegen zu starker Systemnähe oder Systemstütze. Graf Lambsdorff und auch Herr Bangemann, beide als frühere Wirtschaftsminister der Bundesrepublik und FDP-Vorsitzende, haben mir persönlich wiederholt, in der Zeit der Wende, aber Herr Lambsdorff auch vorher schon, 88, bei unserer ersten Begegnung, ihre Hochachtung gegenüber Honecker und Mittag kundgetan. Haben mir gesagt und sehr überzeugend, für wie große Staatsmänner und auch Mittag vor allen Dingen Wirtschaftspolitiker sie halten. Was ich jetzt noch frage, ist auch eigentlich historisch nicht wichtig, aber der Ordnung halber muss ich doch noch ein kurzes Wort darauf verlieren. Es gab ja auch in früher Zeit, nicht was Honecker betrifft, sondern was Margot Feist betrifft, wie nennt man das, ein Techtelmechtel zwischen Ihnen oder ein... Also Sie kannten sie lange, bevor sie sehr gut, und Sie fanden, dass sie eine ganz patente Frau sei. Jeder kann für sich ausdeuten, was ein Techtelmechtel ist. Ja. Wenn ein Techtelmechtel schon sehr weit geht, hatte ich mit Margot Honecker ein solches nie. Aber es ist richtig, ich schreibe auch in einem Buch darüber, dass ich, als wir beide jung und unverheiratet waren, das war eben, als die Volkskammer gegründet wurde und auch schon vorher, also 49, 48, 50, und wir in derselben FDJ-Fraktion waren, ich sie für sehr klug, attraktiv hielt. Auch in späteren Jahren war sie ja wohl gar nicht so schlecht anzuschauen, und viele Gäste, auch ausländische Gäste, hatten auch einen solchen Eindruck. Aber das blieb ihr auch nicht verborgen, und wir haben dann später mal darüber gesprochen, und sie sagte, na, unter den und den Voraussetzungen hätte vielleicht aus uns damals was werden können. Also sie war eine patente Frau, fand ich damals doch. Aber sicher ist das auch systemimmanent gewesen. In dem Maße, wie sie in höhere Regionen aufstieg, entfremdete sie sich von den normalen Dingen des Lebens, entfernte sich vom Volk. Und als sie dann Volksbildungsminister war, einige Jahre später, war sie nicht mehr ansprechbar. Sie haben eben schon über Günther Mittag gesprochen, der als wirklicher Wirtschaftsfachmann galt und dem offensichtlich Honecker blind vertraute. Und nicht nur er, sondern auch andere und nicht nur die Politiker, die Sie auch schon, die Westlichen, angesprochen haben, auch unsere Wirtschaftsführer, also Amerong und Beitz, die gingen bei Mittag ein und aus, gingen auch gemeinsam zur Jagd, wie man weiß, und erhielten Doktorhüte. Und auf einmal jetzt nach der Wende, vielleicht gab es Stimmen damals, die ihn als Scharlatan erkannten, aber nach der Wende auf einmal ist er nun der Hauptschuldige für den wirtschaftlichen Untergang, Niedergang der DDR. Kannten Sie ihn persönlich? Was hat er auf Sie für einen Eindruck gemacht? Ja, ich kenne Günter Mittag seit Jahrzehnten. Wir waren auf vielen Reisen zusammen, bei vielen anderen Gelegenheiten zusammen. Ich muss auch offen sagen, wir haben auch viele Schnäpse zusammen getrunken, manchmal ganze Nächte durch in früheren Jahren mit anderen zusammen. Also ich kenne ihn schon gut. Günter Mittag war mir immer unheimlich, weil er, wie soll ich mal sagen, der Tyrann war und darauf stolz war. Also er hat mir zu ganz früher Zeit, er war noch im Volkswirtschaftsrat, schon gesagt, dass er das Prinzip hat, wenn Mitarbeiter was nicht richtig machen, obwohl er ihnen das anders gesagt hat, sagt, holt er sie ran, sagt, gehst nach Hause, du brauchst gar nicht wiederzukommen. Morgen will ich dich nicht mehr sehen. Hat sich auch nie darum gekümmert, was aus denen geworden ist, weg. Und das hat sich fortgesetzt, um das Beispiel noch zu sagen, dass gegen Ende der DDR, also Ende der 80er, nicht Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre, es wieder mal Mängel gab, darunter auch in der Möbelversorgung. Es gab nicht genügend Möbel und es gab nicht die richtigen Möbel, aber auch generell Mangel. Und also in der Wirtschaftskommission beim Politbüro der SED, der Mittagvorstand, wurde das beraten. Großer Kreis, Minister, alle möglichen, Generaldirektor. Und er hatte eingeladen, holte daran, den zuständigen stellvertretenden Minister für die Möbelindustrie namens Dr. Lessing.
Alle warteten, was nun passiert. Möbel kam auf die Tagesordnung. Mittags sagt in diesem großen Kreis, ist hier der Lessing? Ja, hier. Steh mal auf, Genosse. Du bist also der Lessing. Ja. Du bist der stellvertretende Minister für Möbelindustrie. Ja. Ich wollte nur mal sehen, wie so ein Versager aussieht. Du kannst gehen, du bist sofort abgesetzt. Fast wurde. Unglaublich, ja. Der ging, war weg. Mhm. Das war der Umgang mit Menschen im Sozialismus durch den Wirtschaftskapitän Genommitter. Mhm. Und so kann man das auf alle Gebiete übertragen. Gleichzeitig war er, wie man so im Volksmund sagt, der Radfahrer per Excellence. Das heißt also, er verstand es bei Ulbricht, sich unentbehrlich zu machen. Dann kippte er mal eine kurze Zeit, als Honecker kam. Dann verstand er sich bei Honecker einzuspeicheln und war dann bis zum Ende der Mann, auf den auch Honecker wirtschaftlich setzte. Ein Gegner Honeckers war der damalige Botschafter Abrasimov. Wieso haben die sich nicht leiden können? Wissen Sie was darüber? Abrasimov war ja noch von Khrushchev eingesetzt worden und hat dann die ganzen Verhandlungen über das Berlin-Abkommen geführt und war dann vor allen Dingen, und so habe ich ihn immer auch kennengelernt, der Vertraute Brezhnevs. Als Honecker erster Mann wurde, setzten sofort die Reibereien ein, denn natürlich wollte Honecker vieles, was der Abrasimov auch beim Berlin-Abkommen erreicht hatte, als Erfolg der SED-Politik und der DDR für sich auch mit beanspruchen. Und da ging das schon los. Das führte dann zum Teil also skurrilen Dingen und kuriosen Dingen. Bis zu der 1975 war ich mit dabei, als im Kreml bei Brezhnev Verhandlungen geführt wurden über auch einen neuen Vertrag DDR, Sowjetunion. Und da war auch Abrasimov mit dabei und Brezhnev lobte den DDR-Botschafter in Moskau, der doch hervorragende Arbeit leiste und sagte dann zu Honecker fragend und sicher könne man das doch von dem sowjetischen Botschafter in Berlin, das war Abrasimov, der mit dabei war, auch sagen. Honecker ging nicht darauf ein. Wenn er nicht wollte. In solchen Dingen war er stur und erreichte dann gleich bald nach dem Tod Brezhnevs, als Andropow erster Mann war, mit dem er auch gut konnte, dass dann Abrasimov in den nächsten Jahren abberufen wurde und sein Freund Kotschumassow, der noch aus der FDJ-Arbeit gut kannte, als Botschafter in Berlin tätig wurde und der war dann ein guter Anhänger von Honecker. Das äußerte sich auch so, einfach weil das Dinge sind, die auch die ganzen DDR-Strukturen und Verhältnisse deutlich machen, dass Abrasimov, die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, hatte immerhin fast 6 Millionen Mitglieder auf dem Papier, aber viele hauptamtliche Funktionäre, viele Häuser der Gesellschaft, Zeitungen, also war ein Riesenaufwand, dass Abrasimov diese Gesellschaft als seine Hausmacht betrachtete und versuchte, die zu kommandieren. Und dann kam es zur Zuspitzung, als Abrasimov die Idee hatte, als Denkmal für die deutsch-sowjetische Freundschaft, vor allem für die Sowjetunion, sicher hat er vor allen Dingen gedacht an sein Denkmal, das Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur mit einem riesen Kostenaufwand mitten in der Hauptstadt der DDR, Ostberlin, zu errichten. An der Friedrichstraße. An der Friedrichstraße, wo es auch jetzt noch steht, mit anderem Namen. Honecker war entschieden dagegen. Das hat lange gedauert, bis sich der Abrasimov über den Kreml durchsetzen konnte. Und als Honecker das nicht mehr verhindern konnte, deutsch-sowjetische Freundschaft war immerhin eine Lebensfrage, der konnte er nicht direkt entgegenstehen, hat er dann versucht, dass dieses Haus an die Peripherie nach Marzahn oder sonst wohin kommt, aber aus dem Zentrum raus. Das gelang ihm dann auch nicht, also wurde das Haus gebaut. Widerwillig schaute er zu, da war die große festliche Einweihung. Alle warteten auf Honecker und er kam nicht. Dann nach langen Jahren ging Abrasimov zurück in die Sowjetunion. Honecker hatte es erreicht, gab seinen Abschiedsempfang in den Räumen der sowjetischen Botschaft, großer Bahnhof, alle waren da. Natürlich war selbstverständlich, Honecker würde kommen, hatte wohl auch zugesagt. Die Zeit war um, alle warteten, kein Honecker kam. Abrasimov wurde unruhig, fragte mich auch, wer denn da kommt. Ich, das weiß ich nicht, wer ist da. SED-Führung kam, mit einer halbstündigen Verspätung kam, abgehetzt, atemlos, Horst Dolus, ein farbloser SED-ZK-Sekretär, den Honecker gerade noch beauftragt hatte, der dann also einen miesen Abschiedstoast da sprach. Und jeder wusste natürlich, das war gewollt. Der gewollte Affront nochmal gegen Abrasimov. Wenn der schon abreißt, dann soll er nochmal den richtigen Tritt bekommen. Ich lese, am 14. Dezember, oder ist der 19., erklärte sich die LDPD, erklärte sich die LDPD für die deutsche Einheit und gegen Sozialismus.
War das eine Vorstandssitzung oder eine? Ja, eine Zentralvorstandssitzung. Da war der Traum aus vom Sozialismus, ja, oder wie? Ja. Haben Sie da auch schon, ja, da haben Sie ja praktisch damit aufgegeben, die Hoffnung, dass die DDR als selbstständiger Staat weiterzuführen sei. Nach da noch nicht ganz. Da noch nicht ganz. Da noch nicht ganz. Richtig ist, dass ich bis dahin zunehmend, wie gesagt, das Regime kritisiert habe, also die SED-Herrschaft, dass ich aber glaubte, ein demokratischer Sozialismus à la Gorbatschow sei noch möglich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann, ich muss sagen, nach wirklich schweren inneren Auseinandersetzungen und im Rückblick auf all das, was ich nun erlebt hatte, die Auffassung gewonnen, es gibt kein Modell des Sozialismus, dem wir und dem ich zustimmen könnte. Also Absage an jede Art von Sozialismus. Und nachdem ich mit vielen Freunden und Parteifreunden darüber gesprochen hatte, habe ich das dem Zentralvorstand der LDPD vorgeschlagen, der auch in einer intensiven Diskussion, und kontroversen Diskussion, sich dann aber auch zu diesem Standpunkt bekannte. Und damit war klar, dass natürlich es nicht zwei Staaten in Deutschland geben kann, die die gleiche, im Prinzip gleiche Gesellschaftsordnung haben, wenn man im Sozialismus abschwört, konnte es ja nur eine gleiche oder ähnliche sein wie die in der Bundesrepublik. Und damit war klar, es muss in Richtung Einheit Deutschlands marschiert werden. Und da sind wir jetzt fast 2,5 Jahre später zusammen, die beiden Teile Deutschlands, ohne schon wirklich ein Deutschland zu sein. Ja, und ich glaube, das ist nach der staatlichen Vereinigung das Hauptproblem, was viel schwerer und auch auf längere Zeit nur zu lösen ist, als die staatliche Vereinigung. Diese innere Einheit, die Einheit des Volkes zu schaffen. Und da sind eigentlich auch alle gefragt, Politiker und Bürger, ganz gleich wo sie wohnen und woher sie kommen. Und es ist viel Klugheit und Toleranz gefragt. Und das bedeutet eben auch, dass wir, frühere DDR-Bürger, anerkennen, dass die Bundesbürger aus der früheren Bundesrepublik ihre Geschichte haben, ihre Wertvorstellungen haben, ihre Ergebnisse auf diesem Weg haben. Das alles möchten sie nicht missen, das bringen sie ein. Aber man muss natürlich ebenso akzeptieren, dass auch die DDR-Bürger 40 Jahre in einem System dieser Art gelebt haben, in diesem Staat gelebt haben, der nicht nur Ulbricht und Honecker, nicht nur sozialistische Misswirtschaft, nicht nur Bautzen und Unrechtsstaat gewesen ist, sondern auch Positives hatte, was eben mehrere Generationen dieser Zeit logischerweise geschaffen haben. Das kann ja nicht alles bis ins einzelne Detail schlecht gewesen sein und was bewahrenswert ist. Und diese Identität muss erhalten werden, denn wenn man alles wegradiert, alles ausmerzt, was nur irgendwie an die DDR erinnert, ob gut oder schlecht, nur weil es das DDR-Prädikat hat, dann ist natürlich auch ein Ausmerzen sozusagen der Gefühlswelt der früheren DDR-Bürger damit verbunden. Und dann kommt man, wie das leider heute Realität ist, vielfach doch zu der Auffassung, eigentlich läuft alles ganz gut in diesem Prozess, nur die Menschen stören dabei. Aber wenn man Politik eben für die Menschen macht, und das ist eine Schlussfolgerung, die ich gerade aus meinem Leben und auch aus vielen Fehlern und Irrtümern ziehe, dann muss man, glaube ich, das als die erste Prämisse nehmen. Und dann muss das Ziel sein, jeden anzuerkennen als Persönlichkeit mit seinem gelebten Leben. Und das trifft auf die 16 oder wie viele Millionen es noch sind, DDR-Bürger auch zu.